Ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Und sage hallo und herzlich willkommen. Da haben wir das auch weg. Wir freuen uns wirklich sehr. Also da ist sehr viel, bei diesem Termin heute sehr viel emotionale Freude dabei, weil die Katrin weiß es schon. Nein, weil wir ein Produkt im Haus begrüßen, ein Stück, wo sehr viel Herzblut und Vergangenheit dran hängt, besonders bei Herrn Ernst, das Dresdner Brückenmännchen. Es galt lange Zeit als verschollen. Nein, das nicht. Aber wir freuen uns, dass es jetzt wieder auferstehen wird. Und das auch noch hier. Und das auch sogar noch dieses Jahr. Und zusammen mit unserer Sommerferienproduktion Pippi Langstrumpf, die schon auf dem Spielplan stand, einige Zeit, und jetzt mit dem Brückenmenschen verknüpft wird. Und warum und wieso das so ist, wird Morten Ernst jetzt erklären. Weil wir haben uns quasi schon viele Jahre mit dem Gedanken getragen, das Brückenmenschen weiterzuführen, beziehungsweise hier ins Haus zu holen. Und dieses Jahr ist es jetzt gelungen und soll die Sache quasi abrunden. Ne? Genau. Also ich möchte vielleicht ganz kurz ausholen dazu, das hat das Brückenmenschen einfach mal verdient. Das Brückenmenschen selber ist ja schon über 800 Jahre alt. An der Augustusbrücke nach wie vor zu finden. Wir haben jetzt gerade noch mal recherchiert, weil Lars auch unbedingt wissen wollte, wo das herkommt. Falls eine Frage auftaucht. Dass wir das von vornherein wissen. Alle Fragen dazu finden Sie unter wikipedia.de. Brückenmenschen in Klammern Dresden. Es gibt auch in Bonn ein Brückenmenschen, aber es geht natürlich um das Dresdner Brückenmenschen. Und das Dresdner Brückenmenschen wurde 1973 durch den Kulturpalast Dresden erstmals quasi von der Brücke geholt und auf die Bühne des Dresdner Kulturpalastes in Form einer Kinderrevue installiert. Gertrud Schwarz hatte damals die Idee dazu. Heinz Kunert hat damals die Musik dazu gemacht, die Komposition mit einem Lied, was bis 2012 jedes Jahr erklang. Auch das Layout des Brückenmenschens, was hier vorne steht, beziehungsweise was wir hier auch auf unseren Druckerzeugnissen haben, ist von 1973. Und von 1973 an wurde jedes Jahr eine Folge dieser Brückenmenschen-Kinderrevue im Kulturpalast veranstaltet, im großen Saal. Für uns als Privattheatermacher insofern ein ganz spannendes Thema, weil zu DDR-Zeiten spielte man das bis zu 21 Mal vor jeweils ausverkauftem Haus. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Tausende von Kindern das waren, aber wirklich sagenhaft. Und ab 1975 wurde es sogar im Fernsehen der DDR übertragen. Das gab es dann also als Fernsehspecial, gab es immer einen Mitschnitt. Guten Tag. Und bei dieser Brückenmenschen-Kinderrevue, das war jetzt ganz interessant, wo wir recherchiert haben, was da alles so war, wer da auch alles so mitgespielt hat. Achim Menzel hat da mitgespielt, ja, viele Jahre. Was ich auch witzig finde. Mitgespielt oder das Brückenmenschen? Nee, das Brückenmenschen selber hat er nicht gespielt. Das Brückenmenschen war Manfred Stock. Rainer Bursche hat viele Jahre das Brückenmenschen gespielt, der heute noch an der Keule ist, an der Herkuleskeule. Der war, glaube ich, das längste Brückenmenschen aller Zeiten. Dirk Lohr hat es mal gespielt, Peter Trillhöse-Splitt. Also es gab insgesamt, glaube ich, 8 Schauspieler oder Akteure, die das Brückenmenschen verkörpert haben. Aber es gab ja in dieser großen Kinderrevue, spielten viele Kinder mit, es waren immer Tanzensemble dabei und was es eben zu DDR-Zeiten alles so gab. Und heute teilweise noch gibt der Dresdner Spatzenchor, den es immer noch gibt, der hat da mitgewirkt. Es gab immer viele Gäste. Und es wurde aufgepimpt dann wahrscheinlich aufgrund des Fernsehens der DDR mit Prominenten. Und da war eben, wie gesagt, Achim Menzel dabei. Dann hat Wolfgang Stumpf mitgespielt als Hausmeister Schlüsselbart. Und was ich auch nie wusste, seine Frau Christine Stumpf spielte mit als Putzfrau ordentlich. Fand ich auch sehr witzig. Das wird da kennengelernt. Vielleicht haben die sich sogar, das wäre dann nochmal eine extra Story, das weiß ich nicht. Ich habe es nur gelesen und fand es total spannend, wer da alles so dabei war.
Und ich selber durfte als Sprecherkind 1989 das erste Mal mitspielen, war da in der, weiß nicht, wie die AG nannte sich das nie, aber es gab es halt im Kulturpalast damals, so gab es eine Tanzabteilung, eine Gesangsabteilung, da gab es auch die Sprecherkinder. Und das war Brückenmenschen unterwegs als Reporter. War auch eine bleibende Erinnerung, weil damals spielte Tadeusz Punkt mit und Struppi. Das war ja für uns zu Ostzeiten waren das Helden. Die jungen Menschen werden das nicht mehr wissen, aber das ist wie Jakari für euch. Oder du kennst noch, ne? Struppi natürlich, hallo. Und ich weiß noch, Tadeusz Punkt. Und ich weiß noch, stand in der Gasse und da lag die Handpuppe Struppi, den ich nur aus dem Fernsehen kannte. Und die lag dort einfach so rum und dann habe ich diesen Struppi angefasst. Und hat dann das hier geschnappt. Später dann Struppi, nach der Wende spielten auch Pitti Platsch und Schnatterinchen mit. Das waren für uns ja damals alles Superstars. Ja. Heinz Schröder, Friedgard Kurze, die diese Puppen spielten im DDR-Fernsehen, machten dann bei dieser Revue mit. Also das war halt wirklich eine Nummer in Dresden. Wurde bis Mitte der 80er Jahre im Fernsehen der DDR, wie gesagt, übertragen. Dann Ende der 80er nicht mehr. Aber es hat die Wende überstanden und hat nahtlos bis 2012 immer im Kulturpalast stattgefunden. Ich selber durfte dann von 1998 bis 2003 das Brückenmenschen selber spielen. Das war natürlich für mich der absolute Hammer. Bist als Kind reingegangen, hast als Sprecherkind mitgemacht. Und dann darfst du auch noch diese Rolle spielen, 6 Jahre lang. Und ab 2004 hat es dann Thorsten Pahl übernommen. Thorsten Pahl hat es dann gespielt, bis 2012 der Zauberer, genau. Und 2012 war dann leider die letzte Vorstellung vom Brückenmenschen, weil 2012 das Brückenmenschen den Kulturpalast zugeschlossen hat, so Sachen wie es aus dem Theater das Ding so schön verpackt. Und Ulrich Finger, Zeitzeuge seines Zeichens, damals Geschäftsführer der KKG, genau, kann jetzt ein bisschen was dazu sagen, weil ihm haben wir es auch zu verdanken, dass das Brückenmenschen im Jahre 2016 wieder auferstehen darf hier bei uns im Theater. Die Auferstehung von Brückenmenschen. Ja, im Prinzip, ich habe ja den Kulturpalast 2011 übernommen, eigentlich um diese KKG aufzulösen, mit der Schließung des Kulturpalastes, alles Geschichte, kennen Sie alles. Und bis dahin war für mich das Brückenmenschen, jeder wusste, dass es das gibt, aber eigentlich nie so, sag mal, so ein Bestandteil. Also als ich Kind war, gab es das noch nie und als meine Tochter Kind war, sind die mit der Schule hingegangen. Da musste ich nie mit. Letztendlich habe ich erst dann im Kulturpalast auch mitgekriegt, welchen Stellenwert diese Veranstaltung hat, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei der Bevölkerung. Also wir hatten immer ausverkaufte Veranstaltungen, mehrere am Tag. Und wie gesagt, im Juni 2012 war die allerletzte Veranstaltung im Hause das Brückenmännchen. Also mit vielen Tränen ist dann sozusagen danach wirklich der Vorhang geschlossen worden. Wissen Sie, an welchem Tag genau? Das kann ich Ihnen noch mitgeben, ja. Da muss ich mal in die alten Bücher gucken. Siehst du, dass ich meine? Ja. Also meiner Meinung nach am 12. Juni, aber ich gucke noch mal lieber nach. Also. Hauptsache, wir sind uns einig. Ja, da kriege ich sofort Anrufe von meinen ehemaligen Kollegen, dass es der 13. war oder keine Ahnung. Aber zumindest also mit der Schließung des Hauses und ich hatte dann eigentlich, wo ich dann sozusagen den Stellenwert auch mitgekriegt habe, gesagt, das muss weitergeben. Die Idee war ursprünglich mal Theater Junge Generation, die aber sagt, das ist uns zu viel Revue, wir wollen da eher mehr sagen wir, Stücke spielen und nicht so in dieser Form. Wir haben alle Unterlagen und alle Kostüme, alles was wir hatten vom Brückenmenschen, haben wir ins Theater Junge Generation gebracht. Die haben das mittlerweile ins Stadtarchiv gebracht. Und umso mehr bin ich froh, dass jetzt das Boulevardtheater auf mich zugekommen ist, hat gesagt, also wir würden das gerne tun. Habt ihr da was dagegen? Gibt es da irgendwelche Rechte, die dagegen sprechen? Ist nicht so. Kann alles passieren und ich denke mal, dass es auch wirklich ein sehr schöner Rahmen ist, das hier wieder aufzuführen. Und gestern hatte ich mich dann nochmal so ganz kurz in so ein paar alte Akten reingeguckt und da habe ich gefunden, beim Patentamt die Registrierung des Brückenmenschens, die ist noch bis 2018 registriert auf die KKG. Da ich ja sozusagen als Liquidator auch die KKG vertrete, würde ich das jetzt offiziell überreichen. Also Dankeschön. Damit gehen, wir können das beim Patentamt auch entsprechend weiter verlängern oder nochmal anmelden, ummelden. Also damit gehen die Rechte jetzt ganz automatisch ans Boulevardtheater über. Das kann also auch keiner in Dresden um die Ecke kommen und sagen, ich mache jetzt auch das Brückenmännchen, wenn, dann nur hier und nur mit Ihnen. Das ist schön. Sehr gut.
So was Feierliches, Herr Wenger. Ich bin ja, gerührt. Wenn schon, denn schon, ne? Ich bin gerührt. Ne, das wird doch jetzt gemacht, das ist dann für den nächsten Pressetermin. Ich habe es auch nur als Datei. Aber das ist wirklich was Schönes, weil das spontan gemacht. Also spielt ja, ja, das spielt ja wirklich eine Rolle. Wenn das geplant gewesen wäre, hätten wir hier mehrere goldene Rahmen aufgefahren. Ja, nee, vielen Dank, Herr Finger, dass wir das machen dürfen. Weil, wie gesagt, für viele Dresdner ist es halt wirklich, jetzt gehen jetzt Eltern schon mit ihren Kindern, ich werde meine Kinder oder Enkel, naja, gut. Also es waren 40, das ist... Meine Enkel, ne? Nee, es sind immerhin 40 Jahre, die das lief. Also von 73 bis 12, das ist schon, meine, so alt ist die DDR geworden, ne? 40 Jahre und so alt ist auch das Brückenmännchen, das ist schon Wahnsinn. Also wir werden... viel jünger. Wir werden im Jahre 2016, also mit der 41. Folge sozusagen wieder durchstarten. Und wie Thomas Kaufmann von uns schon verraten hat, wir hatten im Spielplan sowieso geplant, im Sommer was für Kinder zu tun, also eine Kinderproduktion zu machen, in der Ferienzeit, weil die Erfahrung im Sinn, dass Ferienspiele, Kinder, dass eben das Theater da manchmal zu kurz kommt und wir wollten dort gerne als Boulevardtheater etwas tun und haben uns die Rechte gesichert für Pippi Langstrumpf und als wir Herrn Finger angefragt haben, ob denn das mit dem Brückenmännchen möglich wäre, langfristig, und er spontan sagte, ja, sehr gern, haben wir natürlich gesagt, dann lassen wir das jetzt nicht so lange liegen, so lange wollen wir nicht mehr warten. Und haben uns eine Konzeption für dieses Jahr überlegt, dass das Brückenmännchen seine neue Heimat bezieht, sozusagen. Also es wird von dem Brückenpfeiler wieder heruntertreten, wie es das 40 Jahre im Kulturpalast getan hat. Und ab diesem Jahr, und das muss ich jetzt nochmal verraten, das ist jetzt der große offizielle Teil, wird Bürger Lars Dietrich in die Rolle des Brückenmenschens stecken. Ja. Hey. Große Begeisterung. Nee, weil natürlich, nachdem ich es gespielt habe, Lars. Ja, was soll da noch kommen? Wahnsinniger Druck, der auf mir lastet. Achimental konnte ich nicht. Justin Bieber kann hier in Deutsch. Ja. Und wir haben einfach überlegt, wirklich mit dem Olaf Becker, was ja auch der Co-Theaterleiter ist vom Boulevardtheater, der die Inszenierung machen wird, haben wir wirklich überlegt, wer könnte dieses Brückenmenschen spielen? Weil ich hatte Ihnen ja vor uns gesagt, wer das alles so gespielt hat. Und wir wollten halt wirklich jemanden, der singen kann, der tanzen kann, der spielen kann und auch noch möglichst beliebt ist bei Kindern. Und da ist uns der Lars eingefallen. Mhm. Jetzt ist ja ganz klar. Das ist da konnte ich nichts verbringen. Und dass er dann auch noch, weil das ist ja eine verhältnismäßig kurzfristige Anfrage gewesen, kann man ja wirklich so sagen, weil wir ewig rumgedoktert haben, wer könnte denn das Brückenmännchen sein, dass Lars jetzt das zeitlich auch hinbekommt und das reinschieben kann im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird auch eine spannende Probenzeit. Ab 30. Mai beginnen die Proben. Am 9. Juli wird Premiere sein und Lars hat zwischendurch viele andere Termine, kommt aber immer wieder her und wir probieren. Wir mussten auch eine Vorstellung, die schon geplant war, verschieben, weil das ging nun gar nicht, da hat er unbedingt einen wichtigen Dreh, aber wir haben es hinbekommen. Beschwer dich mal nicht. Nein, ich freue mich ja, dass das geklappt hat. Und von der Grundkonzeption wird es halt so sein, dass das Brückenmännchen sich mit den Dresdner Kindern, die immer eine wichtige Rolle gespielt haben, auch in der Revue im Kulturpalast, hier im Boulevardtheater trifft, wo aber die Sommerferien angefangen haben. Sprich, alle Schauspieler sind im Urlaub, es ist nur noch der Hausmeister da, ein Inspizient und eine Kostümschneiderin. Das ist, sind natürlich drei Schauspieler, die diese Figuren spielen werden. Das ist der Manuel Kristanovic, der da mitspielen wird, der bei uns in der Olsenbande mitspielt, in Herr Doktor die Kanüle klemmt und in Herr Pastor ihre Kutte rutscht. Der will auch mal endlich eine Kinderproduktion machen und nicht immer nur die P80-Stücke. Aber er hat ja viele Jahre am Theater der jungen Generation, war er fest engagiert, deswegen spielt er hier auch mit. Ja. Dann wird Michael Kuhn mitspielen, der auch in der Olsenbande mitspielt, der momentan fast gefühlt in jedem Stück irgendwie bei uns. Schneewittchen hat er mitgespielt. Er spielt mit und Katrin Jene wird mitspielen, die Yvonne in der Olsenbande gespielt hat und die auch in Die Fete mitspielt. Die wird die Kostümfrau Anke spielen. Und die Dresdner Kinder, die werden dargestellt von Fabian Becker, der bei uns schon gespielt hat in Familie Bernd Seifert. Und an der Komödie hat er den Alfons Zitterbagge gespielt. Der wird mitspielen, die Lena Heimansberger wird mitspielen, die bei Spuk unterm Riesenrad bei uns schon mitgespielt hat und auch bei Familie Bernd Seifert. Und Johanna Krüger wird mitspielen. Das sind die drei Dresdner Kinder, die sich mit den Brückenmenschen verabreden im Theater, treffen dann auf diese drei Mitarbeiter, die noch da sind. Und das Brückenmenschen sagt, jetzt sind wir im Theater, jetzt wollen wir aber auch Theater spielen, deswegen haben wir uns im Sommer hier getroffen. Und dann wird Pippi Langstrumpf gespielt. Und dann werden die Rollen unter allen aufgeteilt. Der Hausmeister muss mitspielen und der Inspizient muss mitspielen, die Kostümfrau muss mitspielen und das Brückenmännchen selber wird natürlich auch mitspielen.
Und dann werden wir die Geschichte von Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf spielen. Das kurz zur Rahmenhandlung. Und ein Stück im Stück. Ja, es ist genau, es ist quasi ein Stück im Stück. Die treffen sich im Theater, um Theater zu spielen und spielen dann Pippi Langstrumpf. Ab nächstem Jahr sieht dann unsere Planung vor, dass wir wieder komplette eigene Brückenmenschenstücke schreiben lassen wollen und eigene Stücke spielen wollen, aber da Pippi Langstrumpf schon gesetzt war und Pippi und Brückenmenschen, wir haben sie auch bei den Figuren gesehen, irgendwie so hervorragend ja, total zusammenpassend harmoniert, fanden wir das also ganz schön. Ja, das ist so der Plan, der ansteht und den Protagonisten des Ganzen, der Lars, der das Brückenmenschen geben wird und dann den Dieb spielt. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt. Das weiß ich auch. Das ist, du spielst den Dieb noch dann. Gut. Doppelrolle. Genau, ganz clever. Ganz clever. Der steht uns jetzt noch für Fotos etc. zur Verfügung. Und jetzt können Sie ganz viele Fragen stellen. Darf ich zuerst einmal noch fragen? Hier steht noch drin, ab 7. Juli. Das ist sozusagen... Das ist die öffentliche Hauptprobe und die öffentliche Generalprobe. Die gibt es immer bei uns im Haus. Okay. Zwei öffentliche Proben. Und dann am 9. Juli ist die Premiere. Wie lang wird das Stück sein? Und wir versuchen natürlich kinderfreundlich zu sein. Eine Pause wird es geben und zweimal 45 Minuten. Das ist so der Erfahrungswert, dass das, ja. Das ist Durchsache. Und die Altersempfehlung, würde ich mal denken? 4? 3? Wenn ich von meinen Kindern ausgehe, ab 3? Das war ein Scherz, Frau Koch, das darf man ja wohl mal machen. Nicht ab 4 würde ich jetzt mal, also Altersempfehlung ab 4. Aber wenn jemand mit seinem 3-jährigen Kind ins Brückenmenschen gehen will, werden wir den nicht wegschicken. Das ist jetzt nie wie bei anderen Stücken, die bei uns auf altersspezifisch lizenziert sind. So ist es beim Brückenmenschen nicht. Warum passen die so gut zusammen, Pippi Langstrumpf und das Brückenmännchen? Das ist eine gute Frage. Beide also, wenn ich jetzt gefragt werde, ich kann es jetzt auch nur so aus dem Bauch heraus beantworten. Also ich habe die beiden kennengelernt vorhin als Pappmaché-Figuren. Also da finde ich optisch, gibt es da schon irgendwie Parallelen auch. Also, es sind optisch, aber sind halt auch sympathische Figuren. Identifikationspersonen für Kinder. Ja, sind beide freche Figuren. Auch das Brückenmännchen war immer abenteuerlustig. Deswegen hat es ja 40 Jahre lang Abenteuer. Brückenmännchen wird Reporter, Brückenmännchen im Weltall, Brückenmenschen will heiraten, also es gab ja Brückenmenschen im Zirkus. Das war das größte Abenteuer. Zu Ostzeiten muss es das gegeben haben, jawohl. Und Pippi Langstrumpf ist ja auch so eine Verrückte, die Abenteuer macht. Und da haben wir schon jetzt mit den Autoren auch gemerkt, wo das so miteinander verknüpft werden sollte, dass es dort Berührungspunkte gibt und Brückenmenschen und Pippi Langstrumpf, das sind zwei völlig verschiedene Welten, aber irgendwo beim Publikum denke ich, diese zwei Figuren gut miteinander harmonieren. So wie Superman vs. Batman, das gibt es jetzt auch überall. Genau. Das sind schon zwei Figuren, die das gut miteinander harmonieren. Aber Pippi Langstrumpf kennt ihr, oder? Ja. Und verwendet ihr noch irgendwas von der Originalkulisse oder irgend sowas? Ich meine, die Kostüme sind verschlüsselt, nehme ich an. Die Kostüme machen wir neu. Neu, weil Lars passt, glaube ich, nicht in meine Rolle. Nein, das Spaß. Aber ist noch sowas aus der Kulisse, was es noch gibt, damit es noch genutzt werden kann? Wir haben bis da, wir sind noch dran und recherchieren noch, was es noch gibt, was noch da ist, aber viel wurde halt dann damals auch mit der Auflösung des Kulturpalastes vernichtet. Bis jetzt gibt es noch nicht, wo ich sage... Also wir werden mal in die zwei Kisten, die im Archiv stehen, werden wir mal reingucken, was sich lohnt, was überhaupt, oder vielleicht auch um eine Anregung, um es nachzubasteln oder ähnliches. Aber von den Kulissen, von den großen Kulissen gibt es nichts mehr. Das ist alles, das war auch zu groß zum Einlagern. Ja, das sind ja auch Riesenkulissen gewesen. Ein paar kleine Geschichten und Kostüme. Da war noch ein bisschen was da. Und das liegt jetzt im Archiv und da werden wir mal zusammen hinfahren. Das Dixieland hatte ja auch die Kulissen da. Ja, ja, diese Torbögen oder was das waren. Aber das Brückenmännchen wird wieder, es wird ein bisschen frischer natürlich aussehen. Es wird ein bisschen moderner sein. Deswegen wird das Kostüm auch komplett neu nachgenäht und aber neu geschnitten. Ja, aber ohne Schlag. Ja, an diesen Farben haben wir uns so. Ja, genau. Okay, Pumphosen. Kurze Hosen sind. Dann drücken wir noch ein bisschen drauf. Sehen wie seiner Zeit halt. Ja. Die beiden Figuren sehen so ein bisschen aus wie von Mosaik. Oder? Wenn man die beiden sieht, so eine Art. Haben wir wieder eine Gemeinschaft. Wieder eine Gemeinschaft. Dann irgendwie. Was ist Dinge und die Dinge Dax. Ja, genau. Die Abrafaxe hießen die selber. Das sind die neueren gewesen. Ach, Dinge Dax sind die älteren. Ja, die sind von Hannes Hegen, die älteren. Besser. Ja. Ich habe sie noch zu Hause, wenn da jemand reingucken will.
mein Bruder die Hose sammelt damals. Mhm. So Ordner. Die alten. Ja, ja, ja. Gibt es hier drüben noch Fragen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Gibt es hier ein Foto von dir als Brückenmensch? Ja. Ja, zeig mal, ich hier. So das ist eine gute Frage. Ja. So nicht zur Verfügung. Das sind alles so Schnappschüsse. Das ist, ja. Die haben wir kaufe ich auf der Ort. Hier die. So sah das aus. Das sind aber mehrere Brückenmännchen. Also ich bin der etwas größere. Der große bist du, ne? Ja. Ja, in der Mitte, oder wie? Mhm. Das ist hier noch ein altes Programmheft. Sieht aus wie Möbel, ja, ne? Ja, Brückenmensch ist immer ein bisschen aus wie Mireille Mathieu, fand ich. Und das werden wir versuchen. Wir haben auch diese Perücke hier auch ganz leicht geschminkt. Also das, aber das ist eben bei Kulturpalast. Große Bühne, 2.500 Plätze. Das musst du ja bis in die letzte Reihe. Aber das würdest du uns auch leihweise mal zur Verfügung? Das war... Na klar. Die Fotos sind so... 99 müsste das gewesen sein. Naja. Juli 99. Genau. Sehr schön. Ist das so mit Gesang und so? Also es ist mit Gesang. Es gibt ja dieses Brückenmenschenlied, von, was wie gesagt Heinz Kuhnert geschrieben hat, 1973. Ich gehe durch die Stadt, ich gehe durch die Stadt. Ich verschöne sie jetzt, ich werde es nie singen. Aber dieses Lied wird so in der Urkomposition natürlich auch wieder mit eingebaut. Und da wir ja, wie gesagt, dieses Jahr die Pippi Langstrumpf und das alleine nimmt schon 60 Minuten in Beschlag, die Geschichte von Pippi Langstrumpf zu spielen, da gibt es auch bekannte Lieder, haben, ist die für die Rahmenhandlung gar nicht allzu viel Platz, aber es wird auf jeden Fall musikalisch und bunt und kinderfreundlich unterhaltsam inszeniert werden. Das ist auch sehr preisgünstig. Also für uns ist das wirklich... 9,95. Das ist gut. Man muss ja immer davon ausgehen, Privattheater, und das muss wirklich von den Eintrittspreisen... Und Erwachsene? Also die teuerste Karte ist 18,18 Euro. Okay. Das ist der Erwachsene am Samstag. Zwischen Mädels und Jungs machen wir keine Unterschiede mehr. Wir bezahlen das rein. Mädchen kommen umsonst rein. Wie bei den Großen. Nee, zwischen Kindern und Erwachsenen? Ja, ja, die Kinder haben eine Ermäßigung. Also okay. Kinder gehen also zu den ja, genau. Zu den General... Nee, Renten haben keine Ermäßigung. Oh, im Gegenteil. zu den öffentlichen Proben kosten die Karten 9 Euro und dann ab Premiere kosten die Karten für die Kinder 11,11 Euro, 12,12 Euro und 13,13 Euro. Also weil wir ja drei Kategorien haben und für die Erwachsenen 16,16 Euro, 17,17 Euro und 18,18 Euro. Also ab 11,11 Euro. Im Grunde ab 11,11 Euro, genau. Mit 11,10 Euro kommst du nicht weiter. Nein, 11,10 Euro würde nicht reichen. Das ist hart kalkuliert, aber wir wissen ja auch, was machbar ist für Kinder. Und wenn die Schulen kommen, also wir werden auch in den Ferien, wie gesagt, früh für die Ferienhort und so spielen, da kosten die Karten aber 9 Euro. Das ist so das, was wir machen können. Also es muss ja kalkulatorisch für ein Privattheater darstellbar bleiben. Die Eltern würden sich bestimmt wünschen, dass das 5 Euro oder 6 Euro kostet, aber das ist für uns dann einfach nie finanzierbar. Ja. Genau, mit dann 50, 70 Euro wert. Ja, ja. Zwei Kinder. Auf dem Rummel? Ja, aber locker. Aber ja. Hast du nicht gegessen? Also ist das äußerst günstig. No? 10 Euro für fast zwei Stunden, wenn ich Pause. Ich habe dir gesagt, das ist zu billig. Also noch kann man es ändern. Was bietet ihr? Uns gibt blaue Zuckerwatte, fällt mir noch ein. Das haben wir. Ja, das ist blaue Zuckerwatte eigentlich das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, weil darüber holen wir uns dann das, was noch fehlt an Einnahmen. Aber wenn grüne Eltern reinkommen. Und dann blaue Zuckerwatte, das können wir wieder gefährlich machen. Das sind blaue Eltern. Die Eltern sollen blau wieder rausgehen. Ja, genau. Jo. Oh ja, das muss gleich. Oh, nein, ja. Aber nicht zum Drinnen essen, oder? Also Zuckerwatte nur im Foyer oder im Theatersaal. Da ja bei uns auch im Theatersaal das Popcorn gegessen wird und wir da ja sehr großzügig also sind, was das angeht. Das ist den Eltern dann immer selbst überlassen, ob sie ihr Kind mit der Zuckerwatte in den Theatersessel setzen oder... Und da die Theatersessel blau sind, haben wir gesagt, wenn dann nur blaue Zuckerwatte, damit sieht man es nicht so.